Weil du weißt, finde ich, also wirklich nicht, wenn du so einen Schreibprozess anfängst oder einen Hypno-Writing-Prozess, wo es hingeht. Ja? Also man hat manchmal eine Idee, manchmal ja, liegt man mit der Idee vielleicht eh irgendwie so, richtig, aber ganz oft ist es eigentlich so der Türöffner erst für das, was alles da irgendwo schlummert. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, dem einfach mal Raum zu geben. Schreiben hilft der Kreativität, der Klarheit, innere Blockaden zu lösen und kann auch einen entspannten Schlaf ermöglichen. Schreiben hilft uns, Unbewusstes bewusst zu machen. Aber wie ist das möglich? Wie schaffe ich es, mit Stift und Papier mein Unterbewusstsein zu erreichen? Ursula Neubauer hat die Methode des Hypno-Writing entwickelt und erklärt uns in dieser Folge, wie es geht. Zum Ende der Episode nimmt sie uns mit auf einen kreativen Schreibprozess. Also legt schon einmal Blatt und Stift bereit. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Liebe Ursula, in den USA gibt es ein Projekt, auf das ich aufmerksam geworden bin, das heißt Dear Pen Freshman. Dort schreiben Studierende einen Brief an ihr erstsemestriges Selbst, also so in die Vergangenheit zurück. Und diese Briefe werden auf einer Webseite gesammelt und es ist wirklich eine Ansammlung an Anekdoten und Geschichten und Ratschlägen. Und es ist wie eine Art Bewältigungsstrategie für sich selber. Jetzt hast du ja auch das Schreiben für dich entdeckt und ich glaube, es ist auch für dich mehr als nur Stift und Papier. Kannst du schildern, was Schreiben für dich bedeutet? Ja, ich finde das wunderschön mit diesen Briefen. Es gibt da in der Schreibtherapie sowas biografisches Schreiben, nennt sich das, wo du nämlich so eben deinen Lebensweg verarbeitest, reflektierst, ins Reine kommst mit dir und mit deinem Weg und so. Und für mich sind so zwei Ebenen eigentlich. Also mir war das Schreiben immer schon sehr, sehr eigen. Also ich habe es immer schon geliebt, auch in der Schule. Und war ja dann zuerst auf so einem Schreiben als Beruf im Journalismus oder als Texterin, aber Texterausbildung gemacht, bis ich überhaupt mit dieser anderen Art des Schreibens so in Berührung gekommen bin, nämlich über die Schreibtherapie, über wirklich diese schreibtherapeutische Seite, diese schreibtherapeutische Wirkung. Und finde es einfach super faszinierend und was ich dran auch so liebe und mag ist, das ist jetzt was, das haben wir alle mal gelernt, also wahrscheinlich auf die therapeutische Art vielleicht zu wenig, ja, aber wir können's, ja. Wir brauchen nur Stift und Papier, um uns selber, ja, fast zu coachen eigentlich, gell? Also, um selber gut mit uns und unseren Themen umgehen zu können. Und das hat so was Verlässliches, gell? Weil Stift und Papier habe ich schneller mal zur Hand. Und dann gibt's da einfach so herrliche Varianten, Dinge zu verarbeiten, mir über Dinge klar zu werden im Schreiben und ja, das, also wenn man es einmal probiert hat, finde ich, ich erlebe ganz viele Leute, die auch sagen, ha, aber ich habe es in der Schule nicht so gern gemacht. Man kann auch diese Art des Schreibens, die ich auch so anleite, gar nicht vergleichen mit wie man in der Schule schreibt oder so, gell? Das ist ganz was anderes. Also mein erster Satz ist ja ganz oft, und alles, was Sie mal in der Schule über das Schreiben gelernt haben, vergessen Sie jetzt bitte. Ja, weil es darum halt gar nicht geht. Ja, es geht ja nur um dich und es ist so was ganz Intimes, mit sich selbst in diesem Schreibprozess zu sein und dann einfach ganz offen und neugierig zu schauen, was da alles auftaucht. Und da tauchen oft sehr, sehr spannende Ahas auf oder Erkenntnisse oder aha, so habe ich das noch nicht gesehen gehabt. Also manchmal auch einfach was Neues. Ist es dann eigentlich für dich ein Unterschied, ob ich mit Stift und Papier schreibe oder ob ich es am Laptop mache?
es hat sich gezeigt, und da gibt es einige Studien dazu, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich mit der Hand und Stift und Papier schreibe oder eben am Laptop. Also es ist so, dass das mit der Hand schreiben ein komplexerer Vorgang fürs Gehirn offenbar ist und da einfach viel kreativere Prozesse freigesetzt werden. Insofern sagen wir, bei allem, wo du es wirklich für dich persönlich, für deine Entwicklung, für dein Wohlbefinden nutzen möchtest, ist es immer empfehlenswert, wirklich mit Stift auf Papier zu schreiben. Ja, kann man echt sagen. Also es entwickelt sich auch die Fantasie besser. Da gibt es eine Studie aus Großbritannien zum Beispiel. Da hat man Kinder, Volksschulkinder, Aufsätze schreiben lassen und hat zwei so Gruppen gemacht. Die einen haben getippt und die anderen haben mit der Hand geschrieben. Und es hat sich überdeutlich gezeigt, dass die mit der Hand geschrieben haben, also wirklich mit Stift und Papier, dass die Aufsätze, die waren länger, die waren fantasievoller, die waren kreativer. Und also kann man wirklich zeigen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil man auch seinen Körper wahrscheinlich anders bewegt, wenn man mit der Hand schreibt. Genau. Und ich finde es ehrlicherweise auch ein bisschen, ich weiß nicht, mir kommt es immer intimer vor, als wenn da noch ein Gerät ist. Ich habe das Gefühl, aber das ist jetzt nicht nachgewiesen oder sonst, das ist einfach mein Eindruck, dass du viel mehr in dich versinken kannst, wenn du sonst nichts hast. Ja, also das sind ja auch ganz viele Leute, die dann da sitzen, also in den Coachings zum Beispiel da sitzen, die sich wirklich so irgendwie ihre Position dann suchen, wo du merkst, okay, die sind da jetzt ganz für sich. Ja, und ich habe das Gefühl, mit einem Gerät dazu wird's das stören, nicht genau dasselbe machen. Aber das ist wirklich nur so ein ganz persönlicher Beobachtungseindruck und sonst nichts. Du hast ja eine eigene Methode entwickelt, Hypnowriting, eine fokussierte Schreibtherapie. Kannst du selber erklären, was ist Hypnowriting? Ja, also Hypnowriting ist mir eigentlich ein bisschen passiert. Ich habe zuerst eine Schreibtherapie-Ausbildung gemacht, habe dann den Tobias Konrad kennengelernt, mit dem ein Buch geschrieben, und der ist Hypnotherapeut. Und dann hat mich dieses Hypno so interessiert und habe eine Ausbildung gemacht im hypnosystemischen Coaching, hypnotherapeutischen. Und ich verbinde da jetzt das, was aus meiner Sicht so wunderbar zusammenpasst, im Hypnowriting. Also das heißt, wir verwenden im Hypnowriting Dinge aus der Hypnotherapie, Ansätze aus dem Hypnosystemischen mit Schreibprozessen, weil ich das Gefühl habe, das passt super zusammen und weil sich in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten einfach zeigt, dass das wunderbar funktioniert. Was machen wir da? Also wir setzen vor allem auf eine leichte Trance, ja, also über dieses Durchschreiben, wie ich es anleite, kommst du in so eine leichte Schreibtrance, und das ist einfach der Zustand, wo du sehr gut Zugang hast zu Ressourcen, zu neuen Ideen, wo all das aus deinem intuitiven Wissen, aus dem Unbewussten so auftauchen kann. Und das Zweite ist ganz stark, dass wir mit der Vorstellungskraft und der Imagination arbeiten, wie es auch in vielen Hypnomethoden oft gemacht wird. Und die Kombination vereine ich im Hypnowriting einfach. Wenn ich es auch richtig verstanden habe, du schaffst es ja, das Unterbewusstsein anders zu erreichen durch das Schreiben, oder? Also wir sind in der Hypnotherapie, im Hypnosystemischen reden wir vom Unbewussten, und was der Trance-Zustand zum Beispiel, in den du kommst, über das Schreiben erreicht, ist, dass du einfach quasi offener wirst und in diesen anderen Bewusstseinszustand gerätst, indem du viel leichter diese Prozesse auch mit beeinflussen kannst, genau. Oder mal offener wirst, oder die Möglichkeit einfach aufmachst, dass aus sehr tiefen inneren Schichten Dinge und Ideen und Lösungen überhaupt auftauchen können. Also du kommst oft auf Ideen, die würden dir im Wachbewusstsein nicht kommen. Oder du kommst auf innere Bilder, übersetzt das dann in so eine Bilderwelt, genau. Und mit der kann man dann gut arbeiten. Wie ich das versuche immer für mich zu erklären, und vielleicht sagst du mir nur, ob das stimmt, ist, auf uns strömen ja sehr, sehr viele Sinnesreize pro Tag ein. Mhm. Also es heißt, dass pro Sekunde 400.000 Sinnesreize auf unser Gehirn einströmen. Und da ist schon das, man kann nicht viel davon wahrnehmen. Und es sind unsere Filter, unsere Erfahrungen oder wie wir geprägt sind, wie wir diese Dinge wahrnehmen. Und jetzt habe ich mir das so erklärt, dass ich mit so einer Art der Schreibtherapie einfach einen anderen Filter ein bisschen einstelle und sage, hey, da darf jetzt auch was durch oder was raus.
Oder ist das ganz fern von dem, was du erklären wolltest? Ich überlege gerade jetzt. Also es ist so, diese wahrnehmen tun wir es ja trotzdem, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Ja, also wahrnehmen tust du mit viel mehr als mit den Augen, den Ohren oder den Händen. Also du hast sicher schon mal gespürt, irgendwas ist da hinter mir. Ja. Ohne dass du sehen kannst, dass dich da hinten wer anschaut vielleicht oder anstarrt. Ja, und dann drehst du dich um und denkst, ah, da war wirklich was. Ja. Also wir nehmen viel, viel, viel mehr auf, als uns bewusst klar ist. Ja. Und so ist es auch mit inneren Prozessen, die in uns ablaufen. Also es läuft die ganze Zeit immer viel mehr ab, als uns bewusst ist. Das ist auch gut, ja. Also das war eine Überlebensstrategie. Wir hätten keine Zeit, wenn der Bär uns gegenübersteht, ja, und uns bedroht, hätten wir keine Zeit zu überlegen, ah, wie groß ist denn der, könnte ich gegen den vielleicht kämpfen? Nein, es rennt in dir einfach, ja. Es sagt, zack, weg. Ja, also das heißt, es laufen permanent unbewusste und unwillkürliche Prozesse in uns ab. Und das, was du mit Hypnomethoden oder mit dieser Art von Schreiben erreichen kannst, ist, dass das ein bisschen mehr zusammen in Balance geraten kann, was dir klar und bewusst ist und was eigentlich so in dir ganz automatisch unwillkürlich abläuft. Ja, das heißt, du kannst ein bisschen mehr so Steuerposition kriegen über diese unwillkürlichen Prozesse. Die, manchmal sind die sehr, sehr wertvoll, manchmal sind die hinderlich. Also manchmal erleben wir es so als, ja, ich weiß was und ich würde gern, aber es lässt mich nicht. Und dieses Es, das sind dann diese automatischen, unbewussten Prozesse, die einfach viel schneller sind. Ja. Oft reagierst du ja, bevor du denkst. Das heißt, und dieses System versuchen wir in die Arbeit damit einzubeziehen. Und das wird gesteuert von einem entwicklungsgeschichtlich relativ alten Teil in unserem Gehirn. Und den erreichen wir nicht über Fakten, Daten, Sprache, so diese Vernunftsprache. Also dem Teil können wir sagen, ich würde gerne, weil das ist vernünftig, bla bla bla, darauf reagiert er nicht. Er reagiert aber sehr wohl auf Bilder, auf Gefühle, auf solche Sachen. Deshalb ist auch die Arbeit mit Imagination, die ist wie so eine Kommunikationsbrücke in diesen anderen Teil des Gehirns, der so auf diese Verstandesbefehle nicht wirklich reagiert. Oder wie du es mal gesagt hast, und da zitiere ich dich jetzt einfach mal, schreiben, ist gespannt. Wie Marie Kondo für den Kopf. Also aufräumen und Klarheit gewinnen, ne? Genau. Da gibt es auch einige Studien dazu, dass das wirklich einer von den Wirkfaktoren des Schreibens ist. Also jetzt auch wirklich generell des Schreibens, nicht nur bei Hypnowriting, dass du wirklich ganz viel Klarheit oft gewinnst durchs Aufschreiben. Ja, also dass sich da wirklich beim Schreiben ganz viel ordnet und dass du, auch deshalb ist es so herrlich, wenn man dazu neigt, in so Grübelspiralen abzudriften. Ja, weil bei den Grübelspiralen ist es ja so, dass du ganz oft so im Kreis denkst. Ja, und das bringt dich in Wahrheit eigentlich nicht weiter. Du kommst zu keiner Lösung, du fühlst dich meistens nicht besser, aber du denkst halt die ganze Zeit im Kreis. Und über das Aufschreiben kann sich das wirklich neu ordnen. Oder ich habe auch erlebt, ich habe einmal so Workshops gehalten am Abend, als das noch ging vor Corona, so wirklich zu Hypnowriting zum Runterkommen, irgendwie zum Entlasten. Und dann war eine Teilnehmerin da, hat gesagt, oh, also wie die gekommen ist, so, oh, ich habe heute so einen Konflikt gehabt mit einer Mitarbeiterin und das beschäftigt mich so und das ist so anstrengend und ich weiß nicht. Und dann haben wir das gemacht, Hypnowriting und Schreiben und so. Und danach saß die mit so großen Augen da und hat gesagt, oh, ich habe zwar angefangen mit diesem Thema, aber nach 3 Sätzen war ich da ganz weg. Eigentlich war es ganz wurscht und eigentlich ist es um ein ganz privates Thema gegangen, was mich gerade so aufgewühlt hat. Ja? Also solche Erkenntnisse kommen dann auch oft hoch während des Schreibens. Ja? Und das kriegst du aus meiner Erfahrung halt viel, viel schneller und viel, viel klarer, wenn du dich wirklich hinsetzt und schreibst, als wenn du stundenlang da im Kreis denkst. Ja, du sprichst das an, die belastenden Gedanken. Also das ist ja auch die Intention hinter diesem Dear Pen Freshman oder die Person, über die ich das erste Mal aufs Schreiben gekommen bin, ist die berühmte Vera Birkenbiel, die wirklich in ihren Management-Seminaren schon gesagt hat, schreibt euch belastende Dinge von der Seele. Und wenn euch gerade nichts einfällt, schreibt es auch, mir fällt nichts ein. Jetzt so meine Frage, das Vera Birkenbiel vor 20 Jahren, andere vor noch längeren Jahren, warum taucht es immer wieder auf? Vergessen wir es oder braucht es in jeder Generation neue Vertreter, die es wieder berühmt machen?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja wirklich viele, auch die Julia Cameron mit der Weg des Künstlers, die hat ja die Morgenseiten. Das ist ja genau sowas. Schreib dir alles raus, damit du dann dich konzentrieren kannst, damit du dann einfach einen leeren Kopf hast, um kreativ sein zu können. Ja, schreib da vorher raus, was dich belastet. Und ich habe schon, ich weiß nicht, ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, es ist so einfach, ja, dass es ein bisschen unsexy scheint vielleicht manchmal. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die komplizierteren Sachen irgendwie die attraktiveren zu sein scheinen, weil man denen dann vielleicht eher zuschreibt, wenn das sehr kompliziert ist, dann muss es ja besonders helfen. Schreiben ist relativ einfach, ja, und wir haben es alle mal gelernt. Das Zweite, was ich manchmal erlebe, ist, dass man in der Schule einfach unangenehme Erfahrungen manchmal mit dem Schreiben gemacht hat, im Deutschunterricht oder so, ja. Texte wurden bewertet, die mussten gut sein, die mussten irgendwelche Kriterien erfüllen. Also wir haben eigentlich mit dem Schreiben jetzt nicht immer, manchmal schon natürlich und auch nicht alle und jeder und jede, aber wir haben manchmal schon so Vorbehalte, also Schreiben ist manchmal schon mit unangenehmen Erfahrungen aus der Schule ein bisschen verknüpft. Also manchmal braucht es da schon noch so, setze ich mich jetzt wirklich hin und schreibe, weil in der Schule und da war alles rot. Also wir haben diese Erfahrungen gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann ein bisschen hinderlich ist, sich wirklich hinzusetzen und ganz offen und frei schon von vornherein irgendwie sich zu denken, ja, darauf freue ich mich jetzt aufs Schreiben. Ja, weil es manchmal halt wirklich unangenehm war. Also es gibt ja Leute, die haben überhaupt nicht gerne Aufsätze geschrieben in der Schule oder so. Für die war das eine Qual. Ja. Insofern kann man natürlich die Idee kriegen, okay, schreiben habe ich Gott sei Dank jetzt hinter mir irgendwie. Dabei wäre es auf diese andere Art, wo es eben nicht darum geht, dass ein guter Text rauskommt, sehr, sehr hilfreich. Ja. Wobei ich auch dazu sagen muss, es muss ja auch nicht jede Methode für jede Person passen, gell? Aber für viele würde ich sagen, wenn sie mehr schreiben würden, glaube ich, könnte es ihnen gut tun, wenn sie es wieder ausprobieren würden. Ja. Wo ich das Schreiben für mich schon oft eingesetzt habe, also das ist jetzt nicht dieses Schreiben, glaube ich, wie es du beschreibst, aber wenn ich unruhig im Bett liege, weil mich noch irgendwas beschäftigt, mir das einfach rauszuschreiben und zu wissen, ich kann es jetzt auch nicht vergessen, weil es ist aufgeschrieben. Ja, genau. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, arbeitest du ja auch gerade mit Schreiben bei Schlafproblemen. Was sind denn da deine Erfahrungen, wenn ich unruhig bin und wenn ich mir schwer tue beim Einschlafen? Warum soll das Schreiben da genau helfen? Weil wir da genau auf diesen Entlastungsfaktor setzen, den wir vorher schon kurz angesprochen haben. Also dieses, so wie du es auch beschreibst, es beschäftigt mich was, ich schreibe es mir raus. Also ich tue es ja wirklich körperlich aus mir raus. Dann hat das wirklich entlastende Funktion. Ja? Und das Zweite, was du auch angesprochen hast, das ist auch mittlerweile durch Studien gezeigt, ist dieses Wissen, ich habe es jetzt auf dem Papier, ich kann es nicht vergessen, es ist morgen noch da. Ja? Das ist wirklich auch so ein Signal ans Gehirn, dass es weiß, okay, darüber muss ich jetzt nicht weiter nachdenken, weil es ist eher am Papier. Es ist aufgeschrieben, es ist gesichert für morgen. Ich kann mich jetzt entspannen, weil es ist gesichert für morgen. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die hat gezeigt, wenn du eben am Abend dazu neigst, viel nachzudenken oder über morgen nachzudenken und so, dass es auch einfach hilft, To-Do-Listen zu schreiben. Mhm. Ja, also da gibt's auch mit Kontrollgruppe, die einen haben es gemacht, die anderen nicht. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass sich die Einschlafzeit bei denen, die einfach eine To-Do-Liste für den nächsten Tag geschrieben haben, und das ist echt nicht viel Arbeit, das dauert 2 Minuten, dass die wirklich ihre Einschlafzeit verkürzen konnten. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, gell? Weil das genau der Effekt ist. Ich tue was aufs Papier, das nimmt es mir ab, ich weiß aber genau, das ist morgen noch da, ich brauche nicht mehr drüber nachdenken und damit kann ich ruhiger werden. Ja, und ich habe selber eine Studie gemacht mit Hypnowriting, mit so 5 Hypnowriting-Audios vor dem Einschlafen, wo Leute einige Wochen damit gearbeitet haben. Und das hat wirklich nachweislich ihre, also die haben kürzer gebraucht zum Einschlafen. Ja, weil ganz oft, eben so wie du sagst, oft, da arbeitet oft noch so viel in unserem Abend. Ja, der ganze Tag oder das Morgen oder die Sorgen oder was auch immer. Ja, da beschäftigt uns so viel und das ist ganz normal. Ja, und ganz oft, also wenn es jetzt keine körperlichen Ursachen hat, ist ja wirklich genau dieses, es arbeitet so viel, es rattert so, das, was uns vom Schlafen abhält. Ja, da können Entspannungstechniken wunderbar funktionieren und eben auch das Schreiben. Und was mich dann sehr gefreut hat in manchen Rückmeldungen, war es so, dass die dann dazu geschrieben haben und ich bin am nächsten Tag irgendwie besser gelaunt aufgestanden. Ja, also wenn du dir erlaubst, den Fokus am Abend weg von den Sorgen zu tun,
ein bisschen, ja, den Fokus ein bisschen anders zu richten, so, dann kann sich das wirklich auch so auswirken, dass du am nächsten Tag anders aufstehst. Und das ist schon eine ziemliche Qualität. Also das macht unseren Alltag schon um einiges einfacher meistens. Was es für mich so schön kombiniert, ist nicht nur dieses belastendes Wegschreiben, sondern auch was Neues entstehen lassen. Weil was mir immer klarer wird, ich habe viel über Tagträumen nachgedacht, ist, dass die meisten Dinge, die wir tun, machen wir mit einem Ziel. Und wir erlauben uns ganz, ganz selten, etwas ohne Ziel zu tun. Selbst wenn ich heute in den Berg gehe, dann ist so unterbewusst, ich muss sportlicher werden oder ich muss das und das schaffen. Und einfach sich hinsetzen zu schreiben, ohne ein wirkliches Ziel zu haben. Für mich ist immer spannend, weil auf einmal, es ist gar nicht dann so leicht für mich zu beginnen, weil es gibt kein Ziel. Aber auf einmal docke ich an Dinge an, mit denen, wie du vorher geschildert hast, wäre mir gar nicht klar gewesen, dass es das ist. Und das macht es auch so viel, ich sage jetzt mal das Wort befreiender oder wirklich entlastender, weil ich muss gar nicht. Ist das auch was du für dich selber so wahrgenommen hast? Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch wahrgenommen, selbst wenn du ein Ziel als Brücke hast, um gut ins Tun und ins Schreiben zu kommen, gell, dann kannst du dich oder also wirklich in der Erfahrung, wurscht, ob es jetzt bei mir selber oder bei Klientinnen und Klienten ist, kannst du dich darauf verlassen, dass dich, also ich würde sagen, das Unbewusste wirklich dorthin führt, wo es wirklich hin soll. Ja? Also darauf kann man sich wirklich total verlassen und darauf vertrauen, wenn wir eine Idee haben, worum es gerade gehen könnte, was gerade schwierig ist, was eine Lösung sein könnte. Das kann sein, dass sich nach 3 Sätzen im Schreiben zeigt, darum geht es überhaupt nicht. Das ist total irrelevant. Und das ist halt das Spannende, es passt doch so gut zu deinem Podcast-Titel eigentlich, gell? Weil du weißt, finde ich, also wirklich nicht, wenn du so einen Schreibprozess anfängst oder einen Hypno-Writing-Prozess, wo es hingeht, ja, also man hat manchmal eine Idee, manchmal, ja, liegt man mit der Idee vielleicht eh irgendwie so, richtig, aber ganz, 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 ganz oft ist es eigentlich so der Türöffner erst für das, was alles da irgendwo schlummert. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, dem einfach mal Raum zu geben. Oder du hast doch das Tagträumen angesprochen. Ja, wann erlauben wir uns denn noch Tag zu träumen eigentlich, gell? Wir sind so, das muss alles Sinn machen, das muss alles effektiv sein, wir müssen irgendwie was weiterbringen, dieses und jenes. Und dabei wäre gerade der Zustand des Tagträumens ja so ein wertvoller, weil er unsere Kreativität fördert, weil er uns in diesen Zustand bringt, wo eben Dinge, die hilfreich sind, auftauchen können. Ja? Also gerade für kreative Menschen oder so, da gibt es ja sowas, was ich mittlerweile Klo-Ideen nenne. Du kannst dich sehr intensiv mit etwas beschäftigen, aber erst wenn du in diesen Zustand der Absichtslosigkeit eigentlich, eben dessen, was du beschreibst, kommst, ja, so einen Tagträumen-Zustand, dann haben auch die Ideen wirklich von tief innen die Möglichkeit aufzutauchen. Also ich denke, Leute, die schon oft kreativ gearbeitet haben, die kennen das. Die arbeiten an irgendwas und denken über was nach, ganz angestrengt. Und wenn sie aufs Klo gehen oder am Abend unter der Dusche stehen, kommt dann die Idee dazu. Ja, und das nicht ohne Grund, ja, weil wir da in dem Zustand überhaupt erst sind, in dem das alles auftauchen kann. Ja, und uns überhaupt zu erlauben, in den Zustand zu gehen, ist natürlich eigentlich was sehr, sehr Spannendes, Wertvolles. Ich finde das Wort Absichtslosigkeit hier wirklich passend, weil das auch die Erwartungshaltung mindert. Und wenn ich hohe Erwartungen an was habe oder überhaupt Erwartungen, frage ich mich schon, bin ich offen für das, was eigentlich kommt, weil ich mir ja schon gedacht habe, wie es sein könnte. Das hat für mich so viel mit ins Ungewisse gehen zu gehen. Das heißt ja nicht, dass da nichts ist, aber vielleicht ist es ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Genau. Und ich will es dann gar nicht so haben, weil ich wüsste ja vorher schon, wie es sein sollte. Ja. Genau. Ja, und aus meiner Sicht widerspricht es aber nicht, dass du einen Wunsch drüber hast, ja? Also, genau. Dass du irgendeinen Wunsch nach Veränderung oder wie du dich gerne fühlen möchtest oder wie du gerne mit einem Thema umgehen möchtest, irgendwie drüber hast, so als Überding, aber unterhalb trotzdem eben dir gestattest, mal auftauchen zu lassen, was denn da so, und wir sind ja so ein Hammerpool an, da ist ja alles, was wir brauchen, gell? Eigentlich, ja. Und das Einzige, was wir dann oft noch brauchen, ist, wenn uns irgendwas beschäftigt, ist einfach wirklich da cool zu bleiben, es auftauchen zu lassen. Ja, wir wollen immer so tun und steuern und haben eine Idee und brauchen einen Plan und eine Strategie. Und das ist für viele Bereiche ganz wunderbar. Ich finde auch den bewussten Verstand ganz wunderbar. Und ich finde noch wunderbarer, wenn wir den bewussten Verstand damit kombinieren, dass wir manchmal sagen,
okay, also mein bewusster Verstand hätte jetzt die und die Idee und würde das jetzt so machen und wie fühlt sich das stimmig an? Also ich finde auch diese Frage, das macht der Gunter Schmidt in der Hypnosystemik ja ganz stark, diese Stimmigkeit abzufragen. Ja, also dann trotzdem noch einmal nachzuprüfen, ist das irgendwie rund für mich? Ja, weil das wieder bedeutet, mein Inneres ist mit der Außenwelt irgendwie okay, ja? Weil wenn da eine Unstimmigkeit ist, dann sagt's mein System eigentlich auch. Also das ist das, was wir oft dann irgendwie so Bauchgefühl nennen, ja? Ein Bauchgefühl kann auch im Hals sitzen. Also wenn du merkst, es wird im Hals eng, dann ist das auch das, was wir eigentlich mit Bauchgefühl meinen. Ja? Und dann ist das ein Signal von innen, dass da irgendwas unstimmig ist, ja? Und wenn ich da anfange nachzuforschen eigentlich, so ganz neugierig, ja? Aha, da wird's jetzt eng in meinem Hals, so, und dem ein bisschen nachzugehen und dem dann ein bisschen Raum zu geben, dann glaube ich, dass wir uns gut auf uns selber verlassen können, gell? Dass wir da gut irgendwie so unseren Weg dann machen. Also ich habe schon Lust, das auszuprobieren. Ich habe mir auch schon mein Büchlein und mein Stift hergerichtet und wir werden auch gleich, du bist ja so lieb und hast uns eine Schreibübung mitgebracht, aber ich habe drei letzte Fragen an dich, bevor wir in die Schreibübung gehen, damit jetzt jeder sich einen Stift und einen Zettel holen kann. Ja, unbedingt. Dass wir dann starten können. Die drei letzten Fragen, es sind immer die gleichen Fragen, die ich in dem Podcast stelle. Die erste davon ist, Ursula, was ist deine größte Angst? Meine größte Angst, meine Freiheit zu verlieren. Zweite der drei Fragen ist, was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird? Ich arbeite gerade dran, ein Produkt auf den Markt zu bringen und ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Das wird so ein Tagebuchprodukt und ich mache das jetzt einfach und muss warten und schauen, was da passiert. Ganz spannend. Das dritte ist folgendes. Ich werde dir ein Zitat vorlesen, das ich ganz random für dich herausgesucht habe. Okay. Und ich will, dass du deinem Bauchgefühl vertraust und der erste Impuls, der rauskommt zu diesem Zitat, das du einfach schilderst. Lustigerweise ist es ein Österreicher gewesen, der bei mir sofort aufgepoppt ist, nämlich Viktor Frankl. Lustig. Ja. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Das ist ein super berühmtes Zitat. Mir fällt sofort die Frage, die wir im Hypnosystemischen immer wieder verwenden, das Wofür würde ich so gern dazu tun. Das Warum sucht für mich oft auch so nach Erklärungen und ich habe das Gefühl, manchmal braucht es Erklärungen viel weniger, als wir glauben. Aber dieses Wofür, da steckt so unfassbar viel drin. Wofür tue ich das jetzt? Wofür lohnt sich dieses und jenes? Wofür glaube ich, dass es sich jetzt auszahlt, dieses oder jenes zu tun, zu überlegen, mich damit zu beschäftigen. Wofür eigentlich? Ja. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Interview, weil ich hätte mir folgendermaßen gedacht, wir lassen uns jetzt ganz auf deine Schreibübung ein und beenden den Podcast, diese Episode dann auch so, ohne dann noch groß drumherum danach zu reden. Außer du sagst, es wäre sinnvoll. Na, ich finde es genau gut so. Wenn wir dann in die Anleitung gehen, dass dann jede und jeder, der da gerne mitmachen möchte, einfach in den Schreibprozess dann gehen kann und die Zeit dann für auch dann hat, gell? Super, dann sage ich jetzt schon mal Danke. Sehr gern. Danke für die Einladung. Als erstes würde ich dich einfach bitten, dass du jetzt einmal ein paar tiefe Atemzüge noch nimmst und dann gut beobachtest, wie dein Atem gerade kommt und geht für einige Momente. Genau. Genau, komm gut zu dir. Spür, wie der Atem kommt und geht. Genau. Und wenn du magst, kannst du schauen, ob es angenehm ist, dir vorzustellen, jetzt alle Antennen für das Außen einfach einzuziehen. Genau, und dir erlaubst, jetzt wirklich dir und dem, was dich beschäftigt, Raum zu geben. Genau. Und dann schau mal, alles, was uns beschäftigt, gell, ganz oft sind das so Gedanken im Kopf, die da so herumschwirren.
Und wenn diese Gedanken sich jetzt in einem Gefäß sammeln würden in deinem Kopf, schau mal, wo das ist, einfach für dich, fühl mal nach. Die können sich alle jetzt an einer Stelle sammeln, in einem Gefäß. Genau. Und dann kannst du dir langsam vorstellen, dass diese Gedanken, die sich da jetzt gesammelt haben in diesem Gefäß und die, die du nicht brauchst, ja, die, die dich zu unnötig jetzt gerade irgendwie vielleicht belasten oder beschäftigen, die in dem Gefäß können dann langsam anfangen, sich aus dem Gefäß herauszubewegen. Über deinen Kopf, deinen Hals, deine Schulter, über die Arme in deine Hand fließen. Und dann erlaubst du deiner Hand, dass sie irgendwann zu schreiben beginnen wird. Und zu dem Schreiben möchte ich noch kurz was sagen. Bitte, wenn du den Stift mal aufs Papier gesetzt hast, dann schreib einfach weiter, ohne wieder damit aufzuhören, bis ich dann irgendwann sage, komm jetzt angenehm zum Ende. Schreib einfach durch. Du kannst Fragmente hinschreiben. Es geht nicht darum, dass ein guter Text rauskommt, sondern einfach, dass du durchschreibst. Und auch wenn du hinschreibst, boah, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich schreiben soll, dann schreibst du hin, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich schreiben soll. Genau, lass jetzt aus dem Gefäß in deinem Kopf die belastenden Gedanken über deinen Arm in die Hand aufs Papier fließen. Genau.
Genau, kommen dann langsam zum Ende. Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und Inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter into_the_unknown_podcast. Alle Episoden findest du auf www.intotheunknown.at, Spotify und Apple Podcasts.